Willkommen zurück zu Hearts of Iron 4. Das schaut so scheiße aus, ne? Plus die Tatsache, dass sie alle 5 Sekunden mir die Gebiete klauen. Wo soll ich der Rest meiner roten Armee hin? Weil die sind jetzt aber nicht alle hochgelascht, oder? Ich habe die doch nicht alle hochgeschickt. Hallo? Hallo, hallo? Zieh mir so eine kleine Verteidigungslinie. Weil die das total lustig finden, die ganze Zeit hier die Gebiete zurückzuerobern. Das würde ich nämlich gerne mal ein bisschen einkesseln. Was woman in the army? Interessant. Ich meine, ich bin ja grundsätzlich jemand, ich sag, jeder soll kämpfen. Okay. Also, woher wir die Luftüberlegenheit haben, weiß ich nicht, weil von mir kommt sie nicht. So viel kann ich mal sagen. Aber ich beschwere mich nicht drüber. Weil das hilft uns nämlich hier gerade ein gutes bisschen. Müssen ja die Schlinge enger ziehen, dass wir irgendwann... Oh, leckt's mir am Arsch, Alter. Habt ihr das gesehen, was die uns alles geschickt haben? Ja, bist du des Wahnsinns. Da weiß ich ja gar nicht, wohin mit dem ganzen Zeug. Ein Railway Gun baut, by the way. 102, aber 2 Railway Guns. Das Problem ist, die latschen. Ihr seht es ja. Die schieben die ganze Zeit diese Truppen wieder hin. Ich bin mal gespannt, was die Flüsse dann in Straßburg sind. Wir pinnen die mal ganz kurz, dass die nicht darüber kommen zur Verstärkung. Ihr braucht die gar nicht Kameraden sagen. Macht jetzt scheiß Straßburg platt, Alter. Digga. Danke. Angriff stoppen. Straßburg. Verluste 70.000 zu 11.000. Scheiße, war aber absolut worth it. Fleet in Being auf der einen Seite. Battlefield Support auf der anderen Seite. Landdoktrin nichts mehr. So, nächster Schritt ist jetzt das Ding. Kampfbreite 125. Da sind wir leider deutlich drüber. Etwas ineffizient. Aber Judy. Was willst du machen, Cutie? So. Also ohne den Air-Support meiner Verbündeten. Oha. So. Das sind, okay, wir zählen es einfach kurz. 72, 79, 80, 85 Divisions. 85 Divisions, die darauf gewartet werden, dass wir sie pflücken. Warscore 40%, Verluste 6,06 Millionen. Schauen wir mal, ob und inwieweit sich das... Oh, leck. Oh, leck, ist ein Russe. 100.000 sind schon mal weg. 6,06 hatten wir. Und ich behaupte jetzt einfach mal, dass wir alle Verluste... Alle Verluste? Alle Verluste, die jetzt zugefügt werden, behaupte ich jetzt einfach mal, kommen von uns. Kampfbreite bei 140, die, das, ja. 1 Million Mann. 4% Warscore. Was willst du mehr, mein Herzilein? So, was wir jetzt machen, ist den Verrat, von dem ich schon gesprochen habe. Aber für den Verrat muss ich mich noch schnell vorbereiten. Tut mir wirklich leid, Britannien. So. Division Organization. ...15% mehr. Das hat nochmal einen großen Schluck auf ausgemacht, glaube ich. Öl haben wir jetzt... Gummi haben wir immer noch nicht so wirklich was. Achso. Ach, das ist irgendwo da ganz hinten erst mit dem Gummi. Okay. Also Britannien, folgendes Schauspiel. Folgendes Schauspiel. Ja, das da oben ist mir halt... Oh Gott. Ich wollte gerade sagen, das da oben ist mir eigentlich relativ wurscht, aber das hat sich gerade geändert, als ich gesehen habe, dass meine halbe Armee da feststeckt. Und da ist auch schon eine Division gestorben, Digga. Ich glaube, ihr habt Lack gesoffen, Alter. Ich glaube, ihr habt was gesoffen. Und zwar viel zu viel davon. Wer macht denn sowas? Ich glaube, die spinnen.
Das ist ja unerhört. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Anti-Air vielleicht erstmal erforschen. Einmal holen wir uns das. Also erstmal kündigen wir den Militär auf, Militärzugang. Und dann, ja gut, Hauptangriff wird ja einfach hier stattfinden. So. Erstmal brauchen wir drei neue Divisionen, sehe ich gerade. Haben irgendwann die ganze Zeit Leute wieder irgendwo verloren, ey. Ist ja schlimm, so ein Scheiß. Ständig sterben Soldaten, ne? Tschechoslowakische Suspicion. Was für Suspicion? Die leben nicht mehr, die Tschechoslowaken. Die gibt's nicht mehr. Die pflücken Rosinen am Meeresgrund. So, ich hoffe jetzt mal, dass dann mit Schweden auch irgendwann mal Ruhe ist jetzt. Schweden ist ein Minor, die bei 0% surrendern. Das bedeutet, wir müssen alles erobern und dann die geben auf. Super, auch 20 politischen Machtzuwachs. Für was auch immer. So, die haben wir übrigens gerettet. Erfolgreich. Ohne größere zusätzliche Verluste. Vielleicht stellen wir uns da unten nicht so an. Es ist ernst gemeint. 2. August haben wir Zeit. Construct die Aspern-Fliegern-Kaserne. Expand die Heimwehr. Ja, ja. Bitte? Excuse me? Excuse me? Was ist das denn jetzt? Ich glaube, die spinnen. Ich glaube, die spinnen. Also ernst gemeint. Ich glaube, die haben den Schuss nicht gehört, Alter. Was soll denn der Scheiß? Wie macht denn Frankreich, die nicht mehr existieren, ist eine Navy-Invasion? Kann mir das irgendeiner erklären? So, USA bleiben weiterhin sehr großherzig mit ihrer Ausrüstung. Wir erforschen nebenbei immer weiterhin hier ein bisschen. Das habe ich nämlich auch komplett vergessen. So, also Schweden ist eigentlich an sich im Arsch jetzt. Da gibt es keine großen Hoffnungen mehr. So, bis wann hatte ich Zeit gehabt? 2. August. Oha, Digga. Das war ja allerletzte Sekunde. So, Schweden hat kapituliert. Stimmt gar nicht. Die sind noch da. Wir greifen jetzt jedenfalls die Briten an. Oh, sehr gut, dann haben wir einen Teil der britischen Armee gleich eingekesselt. Gut, ist nur eine Division. Aber irgendwie sind die sehr stark für meinen, also fast schon zu stark für meinen Geschmack. I dislike this. Oh. Ja, also, hey Digga, ich verstehe das nicht. 1000 Defense, wir haben 7 Augen Angriff. Oh, es ist die Maginot-Linie. Ah, I understand. Aber wie wir sehen können, Maginot-Linie hilft denen trotzdem irgendwann nichts mehr. Dann kommst du irgendwann trotzdem mal durch. Vor allem, wenn es dann keinen Nachschub mehr gibt oder keinen Rückzugswege. Perfekt. So, unsere Armee ist hier unten eingetroffen in der Zwischenzeit. Das Schöne ist, dass... Oh, lol. Ich hab das doch... Wo ist es? Das hatte ich geblockt, das Lied, das weiß ich noch. Aber es war noch am alten PC. Deswegen. Auf dem PC habe ich es noch gar nicht blockiert gehabt. Deswegen musste ich gerade Lili Marleen hören. Das war ein schrecklicher Tag für mich, Leute. Das ist einer der schlimmsten Tage meines Lebens gewesen. So, 71 Divisions. Ja, komm. Ziehen wir mal nochmal einen Teil ab und schicken den mit da runter oder so, keine Ahnung.
Kann ja nicht angehen, dass die mich hier auf den Sack gehen, ne? Russland muss ich auch noch irgendwann angreifen. Marine muss ich auch mal irgendwann mit anfangen. Mann, ich weiß nicht, wann ich das alles machen soll. Wir haben so viel zu tun. Wir haben so viele Sachen, die wir machen sollten, müssten. Ihr wisst schon, was ich meine. So, nächste Hauptstadt erobert. Oder oben gibt es auch gleich Opfer. Tja, jetzt bleibt mit Japan. Wird nicht so easy. Jetzt machen wir erstmal nebenbei ein bisschen die Marine. Öl müssen wir uns ja auch ein bisschen drum kümmern. Also ihr seht das schon, der Ölvorrat geht schon ein bisschen runter. Obwohl wir 118 Öl haben, aber wir haben einfach nur nicht die Raffinerien und das ganze Zeug so richtig erforscht. Da oben wurde alles ausgeschaltet. Forschungstechnisch machen wir jetzt auch hier, wie gesagt, ein bisschen Marineforschung. Gucken, dass wir die Marine ein bisschen auf Vordermann bekommen. Gibt es noch irgendwelche Sachen, die ich bei der Marine machen kann? Wo war sie denn hier? Ne, war mal schon durch. Da ist auch alles durch. Da auch. Hier auch. Hier ebenfalls. Das haben wir auch noch nicht. Gibt wirklich nicht mehr viel, was man machen kann. Die Briten pushen wir jetzt komplett zurück ins Meer. Ist halt auch wichtig, die ganzen zusätzlichen Gebiete da jetzt einzuheimsen. Brauchen auf alle Fälle jetzt aber auch wieder Trucks. Artillerie brauchen wir nicht mehr. Haben wirklich den Panzervorrat voll? Sehe ich das richtig? Schau mal an, Alter. Aber ich habe kein Gummi. Malaysia. Mein zuverlässiger, langjähriger Partner. Naja, jetzt bauen wir die Gummifabriken. Da sind sie doch. Da sind sie doch. Das andere, was wir bauen, sind mehr Zivilfabriken. Dass wir auch den Bau ein bisschen aufrechthalten können. So, der Kollaps von Frankreich wird keinerlei Auswirkungen haben. Beziehungsweise die Eroberung der Gebiete wird keinerlei Auswirkungen haben. Wir werden auf alle Fälle als nächstes Jugoslawien angreifen. Das bietet sich nämlich doch sehr deutlich an. Wie schaut es oben im Norden aus? Interessant. Okay. Aktuell bauen wir nur Konvois, das wird sich bald ändern, da bauen wir dann auch noch andere Sachen. Hm. Also entweder wir kommen da jetzt rein oder nicht, weil, weißt du, scheiß drauf, die werden das jetzt selber regeln müssen, die restlichen Gebiete da oben. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Die Naval Invasion wurde abgewehrt, dann zieht ihr euch schon mal dorthin zurück. Und wie gesagt, ein kleiner Teil geht dorthin. Da bereiten wir die Offensive mal auf die Region vor. Die sind noch verbunden mit Bulgarien. Da schicken wir die Armee mit hin. Und die Griechen werden dann am Ende einfach mit überlatscht. Ganz gemütlich. Wie schaut's mit Ressourcen sonst aus? Alles gut. So. Also der Gummibedarf müsste eigentlich zum einen sinken, wenn wir die nächste Gummiforschung abgeschlossen haben. Oder auch nicht. Hä? Hä? Okay. Ich dachte. Das werden wir dann trotzdem erstmal nochmal fokussieren. Das nationalistische Spanien, ja, da die zwei, drei Truppen, die da jetzt noch drin sind. Da helfen wir mal ganz kurz. Die Spanier selber, die lassen wir mal in Ruhe. Wir holen uns jetzt einfach hier die Gebiete und fertig. Gut ist. Aber scheinbar haben sie selber kein Interesse, die Gebiete zurückzuerobern, da sie auch nicht unterstützen oder so. Das ist hier scheinbar alles selbstverständlich, dass ich das alles mache. Ja, jetzt hat. So, unterstützt das Ganze mal. Einfach rein da in den Haufen. Integrate. Reintegrate Memel.
Da braucht man eben überall Gehorsam für. Gehorsam ist aktuell nicht so doll. Dafür müssen wir halt auch erstmal im Frieden sein. Aber wir haben noch einen Zuwachs von 0017, das ist okay, aber könnte halt besser sein. Wenn man in Frieden wäre, würde es halt nochmal schneller gehen. So, jetzt wären nur noch Trucks. Haben wir tatsächlich unsere gesamte Wirtschaft in Anführungsstrichen wieder ein bisschen gefixt. Einzige, was wir jetzt mal gucken könnten, Advanced. Ja, Fighter 3. Fighter 3. Very expensive shit. Aber ich bin bereit, alles für meine Nation zu geben. Ein Krieg nach dem anderen zetteln wir natürlich auch noch an. Und wir werden wahrscheinlich auch wieder damit beginnen, jetzt nochmal neue Truppen zu rekrutieren. Also die 3, um unsere Verluste auszugleichen. Und dann nochmal 15, 15, 20, 21, 22, 23, 24. Für eine weitere Armee. Dann kommt eine Gesamtarmeestärke von 3,8 Millionen. Habe ich da ein Kriegsziel? Ja. Armee ist da. Ich dachte, sie ist einfach ein Krieg erklärt. Aber ich warte noch ganz kurz aus Sicherheitsgründen, weil, keine Ahnung. Die hatten so viel Zeit, sich vorzubereiten. Die haben mehr Divisionen als wir. Weil nicht, dass das schief geht. Wisst ihr, was ich meine? Und dann kriege ich auf die Fresse. Dann habe ich kein Backup. Das würde ich tatsächlich gerne vermeiden. Wundert ihr, dass die Briten keine Naval Invasions machen? Wir haben übrigens ein einziges Schiff. Wir haben ein einziges Schiffchen. So, passt perfekt. Was wir jetzt noch machen zusätzlich sind Small Close Air Supports. Die wir mit ins Feld schicken. So, mit nach oben. Also wir bauen jetzt Close Air Support. Wir bauen die Jungs. Und das lassen wir auch so stehen und ansonsten den Rest, den lassen wir jetzt einfach mal so laufen, wie es hier ist. An sich sieht das jetzt alles auch ausrüstungstechnisch sehr, sehr gut aus. Wir haben sogar... Okay. Okay, passt. Sehr schön. Also nee, an sich sehr zufrieden gerade. Gummivorrat steigt auch. Da kann man quasi den Handel reduzieren. Chrom braucht man nicht mehr so viel. Wir haben auch viel unsere eigenen Vorräte mitgeholt, auch was Wolfram und so angeht jetzt hier. Auch wenn wir nicht alles nutzen können, wir können viel nutzen. Und die Überreste der Briten werden jetzt ebenfalls hier, zumindest auf dem europäischen Festland, mal gesäubert. Wir haben hier Spanien, die Niederlande und Belgien. Das versteht auch keiner, oder? Konstruktion. Jetzt können wir es ja eigentlich alles machen. Vor allem Stabilität wäre auch mal wieder wichtig. Stabilität haben sie mir nämlich ein bisschen gesnackt. So, Spanien gehört uns. Alicante wird der Rest der britischen Streitkräfte in Spanien ausgeschaltet. Okay, das können wir nicht machen wegen Ground Coordination Exercises. Was auch immer das sein soll, ich habe keine Ahnung. Irgendein Fokus oder so, irgendein Punkt hier. Nö, keine Ahnung. I don't know. Sehr gut. Da sind wir auch fertig. So, dann geht ihr auch mit hier hin. Wir werden hier wieder meine gute alte Brute Force Taktik anwenden. Das gefällt mir nicht. Die Brute Force Taktik hat sich gerade erledigt. Wir werden jetzt erstmal Operationen zurück ins Meer anwenden. Gibt es eigentlich ein paar britische Freiwillige für? Plus die Tatsache, dass sie überall Red Air haben.
Aber wir bauen fleißig, ich meine, wir bauen fleißig. Ich werde nur den Fokus trotzdem nochmal mehr auf Fighter legen. Jetzt haben wir aber tatsächlich kein Aluminium mehr. Das wird sich ja bestimmt gleich ändern, wenn wir Jugoslawien integriert haben. Die werden sich bestimmt freuen, dass sie mir ihr Aluminium geben dürfen. Hoffe ich. So. Ballern jetzt erstmal dann auch das wieder rauf. Schaut's mit Öl, Gummi aus. Weiterhin besser. Können wir weiter reduzieren. Auch das können wir komplett auf Null nehmen. Ihr macht hier Feierabend. Nein. Das war eine zu viel. Maschallah mit den USA. Aber was fehlt mir jetzt schon wieder? Fighter. Achso, die schicken mir Fighter. 1400 Fighter fehlen mir. Mal überlegen, ich baue eigentlich wie so ein kleiner Krabberich, Alter. Bauen jetzt 8 pro Tag und es wäre noch viel mehr. Ich habe aber nicht genug Aluminium, das ist das Hauptproblem. Jugoslawien weigert sich mir, alles zur Verfügung zu stellen und das Gummi ist eine ganz andere Geschichte. Bauen wir denn noch die Gummiplantagen da? Ja, 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 ein paar, aber irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass das ausreicht. Deswegen bauen wir jetzt einfach nochmal ein paar extra, keine Ahnung. So, next try. Meiner Brute Force Offensive. Habe ich denn jetzt hier 25? 1400 fehlen mir. Bei 10 pro Tag. Das entspannte 140 Tage, bis die rein theoretisch voll werden. Aber da wir auch immer noch Verluste erleiden und die Anzahl ja eher noch mehr wird. Einfach Factory Output plus 10%, das ist schon wieder Gold wert. Oh, Modern Rubber Processing, das sollte es eigentlich gewesen sein mit dem Gummibedarf. Na, wobei, immer noch nicht. Aber was halt auch wichtig ist, Marine. Wo wir jetzt unseren Blick etwas mehr drauf fokussieren werden. Und dann würde ich an der Stelle sagen, fokussieren werden wir auch nächste Folge wieder. Meine Güte, das ist so spannend alles. Oha! Okay, das hätte ich niemals erwartet. Japan hat es einfach geschafft. Ich habe lange nicht mehr hingeschaut. Die Japaner haben einfach die Kommunisten vernichtet. Japan ist einfach eine Supermacht, Alter. 2,5 bis 3 Millionen Mann im Feld. Trotz all ihrer Verluste. Die haben 4 Millionen Mann verloren. Und überrumpeln aktuell die Russen. Alter Vater, ey. Das ist so spannend, Mann. Wir sehen uns nächste Folge wieder, Freunde. Macht's gut. Tschüss.